Ich war die Erste, die ins Weltall flog. Und dabei wurde mein Bild lebendig. Oh nein, den Termin habe ich total vergessen. Jetzt sind die schon da. Wer denn? Ach, diese Katzenfutter-Heinis. Ich weiß auch nicht, was sie von mir wollen. Ja, wird wieder ein Auftrag sein. Niemals. Fräulein. Hi. Lederer, mein Name, wir haben miteinander telefoniert. Wie war der Flug? Okay, bin ein bisschen jetlaggig. Hi. Dr. Moser, guten Tag. Es muss leider sein. Hallo, Frank. Hallo, kennst Janine. Du mich nicht? Ach, doch, natürlich. So? Siehst blass aus, was ist los? Mir ist gerade mein Auto geklaut worden. Echt? Ich würde sonst nicht U-Bahn fahren. Ja, was machst du denn in Berlin, Charmaine? Ich bin hierher gezogen, vor kurzem. Ich arbeite in so einer Castingagentur. Schön. Mhm. Und du? Meinst du nicht, wir sollten was trinken gehen? Klar, warum nicht? Was hast du vorher gemacht? Nichts. Nichts. Na, was nicht? Scheiß Typ nicht, Drogen nicht, Knast nicht, Puff nicht? Nicht eben. Wenn du keinen Traum mehr hast, ist hier eine Station. Hast einen Traum. Dann sieh zu, dass es genau bleibt. Das ist schon erstmal für dich. Und das für uns. Hast du eine Zeitung gelesen? Habe ich schon gesucht? Nichts gelesen, nichts gehört. Die haben dich abgeschrieben. Hast du Feuer? Nee, im Haus. Ich habe dir doch gesagt, dass du warten sollst. Gib mir den Schlüssel. Ich habe ihn nicht. Mach sofort die Türen auf, ich muss hier raus. Aber warum denn? Moritz ist hier gestorben. Ich weiß. Willst du mich hier einsperren? Warum eigentlich nicht? Ich habe meine 5 Jahre ja schon abgesessen. Du bist übergeschnappt. Das ist nie passiert. Weißt du was? Du kommst jetzt mit zu mir. Ja? Ich war unter Schock, das weißt du genauso gut wie ich. Ich bin die Strecke abgefahren, ist doch totaler Quatsch. Das glaubst du wohl selber nicht. Ich glaube es nicht, ich weiß es. Du kommst dir wohl sehr schlau vor, hä? Du weißt doch noch niemals, wie du hier weg bist. Du hast es nicht ertragen, wenn er mich angefasst hat. Du hast ihn gehasst. Nicht ich. Yeah.
How are you? How are you doing? Dichte, Dichtung, Verdichtung, Vernichtung, Vermischung, Entbindung. Es wird kein Reim draus. Was fehlt, Bianca? Ein Wort. Verbindung. Relationship. Früher nannte man es auch Liebe. Warum packst du sie nicht einfach an die Pussy? Nein, was? Fass sie dann zwischen die Beine. Nein. Das ist gut. Nein, ich will nicht. Sie steht da drauf. Ach, Frank, hör auf damit. Mach's das. Nee, du kannst mich ruhig anfassen. Das. Wirklich. Na, komm. Jim N. Komm, geh zwischen die Beine. Na, komm. Ja, mach es. Oh. Ja. Mach es. Mach es. Ja, gut. Ja. Fast geil. Tanzen? Ja. Warum nicht? Ich kann nicht tanzen. Was heißt, du kannst nicht? Gefällt dir die Musik nicht? Doch. Schön. Ehrlich? Wirklich schön. Die meisten türkischen Männer mögen das nicht. Die wollen nur ihren eigenen Kram hören. Und der gefällt dir nicht? Es geht. Hast du Lust? Eigentlich warte ich auf die. Und wie lange willst du warten? Hast du eine Dusche auf deinem Zimmer? Ja. Damit aufhören? Danke. Nee, ist nichts passiert. Mhm. Ja, hier habe ich sie. Hinflug LH 1305, Rückflug LH 3307. Mhm. Ja, ich schicke dir noch eine Mail, genau. Okay, bis dann. Tschüss. Nicht so anschnauzen. Tut mir leid. Und fliegst du nach Kreta? Dienstag. Dienstag bis Sonntag. 5 Nächte bin ich weg. Hm. Mensch, Pepe. Mach's mir nicht so schwer. Ich kann auch nichts dafür. Ich wäre auch lieber hier bei dir. Muss halt auch wieder arbeiten gehen. In Weihnachtsferien, da fahren wir zusammen weg.
Ich habe ganz viel Bonusmeilen übrig. Wir können in die Karibik fliegen. Hm? Nur wir beide. Ich hätte niemals zugelassen, dass sein Vater ihn kriegt. Niemals. Dass er genauso wird wie er. Warum sind Sie zu Ihrem Mann? Wollten Sie ihn umbringen? Sie konnten doch nicht ernsthaft annehmen, dass er Ihnen eine neue Wohnung besorgt. Ich wollte mit ihm reden, nur reden. Ich wollte ihn anflehen, dass er uns endlich in Ruhe lässt. Ich wollte ihn fragen, was er will, ob ich mit ihm schlafen soll. Ich hätte alles getan, dass er uns endlich in Frieden lässt. Und dann saß er vor Ihnen, hilflos, gefesselt. Ich war drauf und dran, ihn loszubinden. Aber dann ist er irgendwie zu sich gekommen. Der hat mich beschimpft, was ich in seinem Haus mache. Ich habe gar nicht mehr zugehört. Ich war ganz ruhig. Sie waren ihm total überlegen. Ja. Das war wie ein Geschenk. Ich dachte, das ist Schicksal. So eine Gelegenheit kommt nie wieder. Ich habe ihn da sitzen lassen und bin nach oben die Waffe holen. Und Ihr Mann? Der hat nichts gemerkt. Bis zum Schluss nicht. Der ist gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich jetzt am Drücker bin. Dass ich jetzt am Drücker bin. Selbst als ich mit der Waffe vor ihm stand, hat er nichts gemerkt. Packen Sie ein paar Sachen zusammen. Ja, mache ich.